Hallo Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Past. Yeah. Wir sind jetzt auf dem Weg zum dritten Tempel. Ja. Gott, wie weit? Gibt's hier ein Schnellreisesystem später? Guck doch mal erstmal, wo du bist und wie weit das wirklich ist. Irgendwie... Ah, guck mal, du kannst da schwimmen jetzt zum Beispiel. Das ist doch schon mal was. Ja. Ja, schwimmen könnt ihr nicht, weil mit eurer fetten Rüstung. Euch ist eine Höhle. Wow. Ich glaube nicht, dass es mit Bomben geht, oder? Das sieht aus wie so eine Tür, die man irgendwie irgendwie öffnen kann. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Was hältst du eigentlich von der Idee? Es gab auch, nachdem das Super Mario Maker released wurde, gab es doch irgendwie so ein Fan-Made-Ding bezüglich Zelda Maker. Aha. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast damals. Hab ich nicht. Okay. Okay, hier ist eine große Fähre, aber Bonn eigentlich ist noch voll. Oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Ja, du, da rechts ist der Weg. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, das ist so eine Einbahnstraßentür. Hättest du dir einen Zelda Maker gekauft, oder? Nee. Wieso nicht? Ich finde das nicht interessant. Bei der Kathedrale noch einmal nach links. Ja. Ist dir das? Ja, das ist die Kathedrale und du musst noch einmal nach links. Okay. Dann machen wir das noch. Und dann nach oben. Geht mir alle aus dem Weg. Ja, ist nicht oben, das ist rechts gewesen. Guck mal auf die Karte oben. Ja, noch einmal nach oben müsste das sein. Oh Gott, da oben ist die Höhle. Jo, man kann die gar nicht in beliebiger Reihenfolge machen. Verdammte Kacke. Das ist echt unfair. Aha. Voll zerschmettert. Ja. Oh Gott, das ist so eine dunkle Höhle. Okay, das ist ein Loch. Hallo Mann. Oh, wenn du nicht weißt, wer du... Also ich weiß nicht, wer du bist, aber wenn du auf den Berg gehst, wirst du mich mitnehmen? Ich habe meine Lampe verloren, also... Oh, wir haben einen alten Mann. Sollst du vielleicht nicht dahin gehen, wo der stand? Ja, ich will mir erstmal hier umgucken, alles. Okay. Dieses Stockwerk. Mhm. Oh Gott. Okay, hier muss ich nichts machen. Fledermäuse sind so unergiebig. True Story. Gott, die sind ja unsere 3D-Brillen. Ne? Apropos, die können wir mitnehmen, wenn wir Star Wars gucken. Wenn die von der Oh, pass auf, wo du hintrittst. Da sind Löcher auf im Boden. Könntest du hier rechts abbiegen, junger Mann? Gehst du auch auf den Berg, um nach der Golden Power zu suchen? Gerade vor uns ist ein Berg voller Monster. Viele Menschen haben die... Guck mal weiter. Viele Menschen sind hier gescheitert, als sie nach der Golden Power gesucht haben. Ich möchte dich hier nicht falsche Hoffnung machen, also keine Ahnung, werd da nicht zu sehr involviert. Ich hätte gesagt nach rechts. Ja man, da oben links quasi kommt man ja nicht viel weiter. Oh, da muss ein Herbstturm sein. Ja, wusste er das. Ist sowas, das ist schon Hellseher. Ja.
Ist das ein böser Magier? Ist das vielleicht ein Mann, der uns testet auf unsere guten Nein! Okay, dann gehen wir lieber hier hoch. True Story. Ja, ich turn hier schon right. Vor allem, weil es auch gar nicht nach links ging, aber okay. Vor allem, wenn er weiß, wo es lang geht, warum ist er nicht selber gegangen? Ja, er hat ja keine Lampe. Wow. What the fuck, sind das für, was ist das für Lavitas? Das sind Steine. Wow! Ah, die verschwundenen Jungfrauen sind immer noch hier irgendwo lebendig. Ich glaube, ein Held kann sie retten. Ich warte auf diesen Tag. Es sind gefährliche Zeiten. Ich habe zu viel geredet. Naja, auf jeden Fall danke für die Nettheit, die du einem alten Mann wie mir entgegenbringst. Ich möchte dir das hier geben. Wenn du in den magischen Transporter wanderst, sperre in diesen Spiegel. Okay. Geh mal dem nach. Ja, eine andere Welt. So. Ja. Lebt er hier am Eingang dieser Höhle oder was? Ja, red doch mit dem. Ja, mach ich jetzt auch. Ja, der Magier hat hier den König getötet und versucht jetzt den Weg zur Dark World zu öffnen. Um deine Quest zu vervollständigen, brauchst du die Mondperle, die auf der Spitze des Mountain Towers ist. Alles, was ich für dich tun kann, ist nur dich hier zu komforten und kommen wie jederzeit wieder. Was machst du da? What the fuck? Nein, ich wollte nicht wieder ansprechen. Ich hab dich gerade erst komfortet, Junge. Du sollst mich nochmal komforten. Bah, von so einem alten Mann. Ah, hat aber gut funktioniert. Ey, Rubini, cool. Ein Rubini? Ein Rubini. Fast wie ein Schwalbini. Stimmt. Ich find's cool, dass man die Fledermäuse mit dem Boomerang direkt zerstören kann. Ich mag um echt sein, die Musik, die man später hört. Okay. I can't say too much. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Okay. Wobei die sehr ähnlich klingt wie von hier. Ja, aber doch. Quasi. La 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 la. Alter, hier ist eine Höhle wieder. Ich habe aber gar keinen Plan, ich glaube, einfach irgendwo hin. Mich in Ruhe, Ficker. Jo! Scheiße. Ich kann nicht so gut Fledermäuse abwerben. Man merkt es. Nein, lass mich in Ruhe. Mein Heart. I give you my heart. My heart is amazing. Give it a lick. It tastes like. Verstehe Brazen. Ich nie. Raisins oder so, aber ich weiß nicht, was das heißt tatsächlich. Ja, Raisins heißt Rosinen. Na, vielleicht ist das damit gemeint. Ooh, that's dirty. Do your things. Ich will da nicht runterspringen. Ja. Well, I better not show you where the lemonade is made. Sweet lemonade. Ooh, lemonade. Oh Gott, ich weiß noch, wie toll das und befriedigend das war, als ich das entdeckt habe. Wieso? Weil das aber mega cool ist. Ja, cool ist es tatsächlich. Und es gibt ja auch so ein richtiges Musikvideo von irgendeiner Band, die das dazu gemacht hat dann. Mhm. Es war, glaube ich, nicht von denen das Lied, aber die haben dazu... Wow! Alter, wieso ist hier so eine Art Himmelsloch, weißt du, ich meine? Ja, das macht nicht so viel Sinn.
Wo muss ich denn lang? Guck mal, diese Platte. Alter, bestimmt hier. Geh da drauf. Meinst du? Ja, mach. What the fuck? Wieso bin ich jetzt ein... Ein Schwein. Wow. Du musst noch anschließen. Ist ein Schwein oder ein Hase? I'm not sure, to be honest. Ah, oh, wir sind in dieser anderen World. Wow, ich muss erstmal hier meine Kopfhörer anschließen, Junge. Ich kann nichts machen. Wieso bin ich ein Hase? Mich verwirrt das gerade sehr. Musste ich das machen? Ja. Wo muss ich hin? Nach rechts hättest du laufen müssen. Ich laufe doch nach rechts. Okay. Und da sieht aus wie links. Was ist das? Also ich meine, halt oben nach rechts. Hier steht, dass man direkt nach rechts hätte laufen müssen. The fuck. Okay, ich guck mal. Wie das aussieht. Komm, dieses Pummelschwänzchen hinten. Das sieht schon süß aus. Gewissermaßen. Irgendwie derp. Lass mich nur, komischer Teufelssnack. Hier nach rechts direkt. Wohin? Ja, das stand da. Stell dich hier bei ihm oben auf die braune Raute im Boden. Was für eine braune Raute? Ach, da oben. Und jetzt? Hier steht irgendwas mit Hilfe des Spiegels, blablub. Nee, das wird so ekelhaft mit diesen Weltwechselteilen, wenn man nicht ungefähr weiß, wo diese. Ist das der Tempel? Mhm. Wir sind am Tempel. Tempel, 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 Tempel. Ich mach direkt ein Safe Stat. Das ist gar nicht mal so groß. Ja, das waren die bisher eigentlich alle noch nicht so sehr. Das gefällt dir, ja? Okay, ich probiere es einfach mal. Ja. Diesmal geil ich dich nicht. Wieso hat er einen roten Kopf? Wieso hat er einen roten Kopf? Guck dir an, so Smileys auf dem Rücken. Ah, Wurm, geh weg. Bestimmt ist dieser Wurm der Endgegner hier. Was kann da passieren? Machst du? Was? Auf den Boden gucken. Why? Darf ich nicht auf den Boden gucken? Das macht halt für mich nicht so den Sinn. Das macht das. Okay, was ist denn los? Was ist das hier? Nein! Wow. Okay, erstmal die Dinger hier einsammeln. Okay, weiter geht's. Was ist das hier? What? Geht mal hier kaputt erstmal, Gegner. Und der Abfuck ist ja später in dieser Welt so. Man muss sich manchmal so zurück teleportieren an so einer genau bestimmten Stelle, damit man zum Beispiel Herzteile irgendwo kriegt, you know? Ja, hier brauche ich einen Big Key, okay? Hm? Was sagst du? Nee, du hast mich so angeguckt, deswegen. Nee, ich hab nur kurz rübergeschaut. Ne? Ja, ich zerfissel gerade. Also ich versuche an den Wimpern hier auseinander zu fisseln. Link, ich bin Sahasrala, der Älteste. Ich habe einen Ratschlag. In den Dungeons kannst du in den magischen Spiegel gucken, um zum Eingang zurückzukehren. Jederzeit. Vergiss das nicht. Wow.
erstmal hier die Kiste öffnen. Eine Karte, you got the map. Ich heiß Map. Map heißt Karte. Ich musste es später zeigen. Ich habe irgendwie immer instant einen Ohrwurm davon gehabt. Okay. So, wir haben Schlüssel eingesetzt. Oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Was muss ich hier tun, damit die Tür sich öffnet? Ich weiß es nicht. Okay, wir spulen zurück. Hast du jetzt schon die Karte? Ja, die habe ich eben bekommen. Kompass? Nee. Buch. Boah. Genau, guck mal mit der Map. Soll ich doch durchnavigieren oder? Warte. Okay. Warte ich halt. Jetzt war ich hier. Weißt du, wovor ich Angst habe? Nein. Nächstes Wochenende. Nicht kommendes, nächstes. Du weißt wieso. Nein, ich weiß nicht. Friday. Ist das Black Friday? Ja. Na ja, gut. Das halt schon. Du kennst mich. Ich kenne dich, ja. Ja. Du kennst mich. Ach. Das hat nicht geklappt. Das ist ja blöd. Ach, da geht er auf einmal direkt kaputt. Boom. Das hat mich gerade an einen YouTuber erinnert. Woran? An einen YouTuber. Wegen was? Wegen dem Bumm. What the fuck? Ah, jetzt okay. Habe ich dich dran. Jetzt musst du die ganze Zeit denken, was meint sie? Ja, ist echt so. Wie konntest du nur so fahrlässig sein? Tja, so bin ich. Hier ist auch nix. Hä? Jetzt muss ich eh nochmal runter. Fuck. Oh, ich hasse so Türme, ne? Und der aufmerksame Zuschauer wird sich denken, was hast sie eigentlich nicht? Ja. Was müssen wir hier machen? Also bei jedem zweiten Videospielelement, was auftaucht, boah, ich hasse das. Och, du fuck Ding. Was ist hier kaputt? Muss ich den anschießen? Nee. Mach doch nicht unbedingt so viel Sinn. Guck mal, gecleant versus oben ungecleant. Ah ja. Hilf mir mal bitte. Was? Ja, was soll ich machen? Was hast du? Hast du Karte? Hast du Kompass? Ich hab Karte. Okay, Moment. Mein Ding aktiviert sich nicht. Moment. Kompass hast du nicht. Nein. In welchem Raum bist du denn? Zeig mal. Im Main Room. Dem da. Wo ist der Main Room hier? Eingangshalle, rechts die Treppen rauf. War ich schon.
Ich hab schon ja, da geht's immer zum Kompass. Fuck, da war doch gar nichts. Was ist das für ein Beschiss? Hier steht die Schalterin auf blau, bevor man links zur Tür geht. Schalter auf blau. Schalter auf blau. Ah, okay. Alles klar. Das habe ich nicht bedacht. Okay. Na, da brauche ich den Big Key für. Mensch. Das ist eine schlechte Lösung, die du da hast, Schalter auf blau. Man tötet die Feinde und öffnet oben die Tür. Das war nicht der große Schlüssel. Nein. Hm. Wo ist der? Das muss ein Raum gewesen sein mit Skeletten. Und wo man Fackeln anzünden kann. Dieser Raum. Da war ich noch nicht. What the fuck? Wo kommen wir da hin? Da wo die Karte ist. Das ist der Main Room gewesen. Da nach links und die Tür aufschließen. Hier runter. Ja, hier steht wo in der Raum, wo die Karte ist. Da nach links die Tür aufschließen. Hier unten, die Tür geht nicht auf. Zwischen die Krüge unten und die ganze Zeit das Schwert schwingen steht da. Ja, wow. Ja, nach oben. Wie nach oben? Ja, um die zu erwischen. Was zu erwischen? Die Platten. Okay. Was denkst du, warum ich dir das sage? Weißt ja, du, haut er gegen die Wand. Ja, ich hab doch keine Ahnung, Mann. So. Okay. Dann müssen wir hier also Platten besiegen. Wow, unglaublich viel. Macht schon. Jo! Oh, ey. Richtiger Beschiss. Richtiger Remix. Ja, okay. So gibt's ja wenigstens irgendwo ein Heart dabei. Komm schon. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. Stay with me together, bla 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 bla. You're my heart, you're my soul. Boah, ist das ein ekelhafter Raum, Mann. Aber musst du da nur stehen und dein Schwert schwingen? Ja, das geht aber nicht. Ich kann nicht einfach nur da stehen bleiben und das Schwert schwingen. Weil dann manche kommen dann von so einem komischen Winkel, dass sie nicht erwischt werden. Dabei tipple ich schon relativ schnell. Guck, der rechts wird mich jetzt erwischen. Nur noch nicht. Ja.
wie viele Kacheln? Oh, wow, wenn ich hier gucke, klappt das auf einmal? Man muss doch wissen, ob man die Weibchen beeindruckt. Mhm. Oh nein. So, jetzt haben wir mal die kaputt. Sollen die hier in einem Käfig sind? Weich mir doch nicht aus! Alter, du... Du! Ey! Geht doch. Rubin hier, Rubin da. Jetzt muss ich Fackeln dingsen. So, da haben wir es. Jetzt kannst du da in der Eingangshalle rechts an die Treppen, weißt du? Ja. Fürs Erste krieg ich es jetzt nochmal hin. Gut. Jetzt erstmal hier den Ding wieder umstellen. Das ist ein bisschen nervig mit diesen Schaltern zum Umstellen von... Dieses Muster, ist das nicht von Space Invaders? Mhm. Diese Teile, ja, die da angreifen? Ja, ja, ja. Das sieht für mich jedenfalls so aus. Ach, was wollte ich drücken? Kann man das hier anzünden? Nee. Okay. Langweilig. Jetzt muss ich wieder so ein Pfeil verballern. Ist eigentlich egal, auf was es steht. So. Oh, oh, nice. Okay, ich brauche es so. Oh, das prallt ab. Ja, gut. Oh, Rubin, Rubin! Okay. Dann müssen wir hier noch einen Schalter aktiviert haben. Oh, können wir weiter hoch? Okay, wir sollten vielleicht auf den Bow wechseln. Ja, der Wurm. Ja, der folgt dir immer, hast du das noch nicht gemerkt? Ja, woher soll ich das merken? Wo folgt der mir bitte hin? Manchmal folgen die, wenn die dich halt bemerken. Ach, endlich. Rubine! Du. Was war da oben? Nichts mehr, gut. Der Tempel ist halt echt nicht groß. Komm mal her, Wurm. Nice, erster Treffer direkt in die Kill. Oh, knapp. Läuft dann das Feuer rein? Ich habe das nicht mehr gesehen. Ich dachte, das ist schon aus und so. So, was haben wir hier eigentlich? Den Kompass. Kompass Muschi. Da muss jetzt nach links oben zu so einer Treppe. Link, ich bin Sahasrala, der Älteste. Ein Orb, genannt die Mondperle, ist in diesem Tower. Wer auch immer die Mondperle hält, ist beschützt, sodass seine Form nie in der dunklen Welt sich verändern wird. Du musst sie finden und vom Tower fliehen. Vergiss nicht die Mondperle. Yeah. Nein, ich habe daneben geschossen. Nice. Hm? Nix. Also die Treppe halt. Natürlich in die Treppe. Was ist das? Das ist ein Feuerstrahl auf. Welcher? Oh! Hört die Super Mario her?
Dann nach oben gehen. Lass mich mal hier die Typen kaputt machen. An die obere Wand. Ah, hier guck mal. Kann ich das wegsprengen? Ja, damit geht's aber nicht. Hä? Ist es nicht kaputt gegangen? What the fuck? Da steht ein Loch wenige Schritte unter der Wandstatue. Mit was? Hier steht ein Loch wenige Schritte unter der Wandstatue. Meinen Sie damit das? Ah, du musst, glaube ich, erst auf, die, auf so eine Sternplattform dort treten. Ist da eine im Raum? Ja. Ja, die da. Okay. Was ist das? Die Mondperle. Ah. So, jetzt müssen wir dann nochmal hoch, wie ich annehme. Mhm. Oh, wieso keine Hearts, Mann? Ich brauche Hearts, neue Hearts. Es kommen, glaube ich, noch Töpfe. Ja, ich glaube, die da. Wo ist denn hier so ein Nirgends. Ding? Hä, what the fuck? Muss ich vielleicht in diese Parallelwelt? Nein, nein, nein. Aber dann hättest du wahrscheinlich irgendwo den Schalter umgeschaltet lassen müssen. Kann man hier jetzt was freisprengen oder ist es so... Nein, das ist für so einen Schalter. Nein, die hier, hier rechts. Ach so, ja, kein Plan, probier. Weil eben habe ich ja was versucht wegzuspringen, das ging nicht. Wieso geht das hier nicht? Ja, dann lass es halt. Ja, muss ich ja wohl. So, safe. So, was müssen wir hier machen? Okay, ich sollte gleich auf den Bow wechseln. Reicht das von hier oder muss ich da in seine Plattform reingehen? Ich bin zu hoch quasi, gell? Oh Gott. Dann versuchst du dich mal runter zu schubsen. Ja. Wo muss ich jetzt treffen? Kopf oder Arsch? Kopf, Kopf! Ich hab gesagt, er versucht dich runter zu schubsen. Ja, ach, und? Du musst an sein Arsch. Lecker. Sneaky Sneef Sniff. Ja. Yeah. Oh yeah. Also Arsch. Yeah. Oh, ich komme da gar nicht mehr hoch. Nee, das ist dumm von dir. Oh. Oh Gott. Er jagt dich. Was mit ihm? Du kannst nichts mit Pfeilen machen. Okay. Du musst das... Was eine asoziale Scheiße. Und es gibt nicht mal Herzen hier. Geh bei einen Raum zurück. Also hier zurück. Ah, okay, hier hoch. Gibt's hier Herzen? Mach mal hier den Schalter auf Rot. Ah ja, okay. Das ist eine ganz gute Idee. Kira, ich bin sehr stolz auf dich. Ich weiß. Ich bin ein Gottesgeschöpf. Ja, fast. Jetzt kannst du dich da an den Dingern da oben erlaben. Ja, hoffentlich sauber drin. Ja, nicht so, das ist so eine scheiße Niete hier, wie hier wie ist. Hier, ey. Siehst du? Yes. Herz. 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 Okay, spar dir die anderen. Ja, klar. Bringt ja nichts, die einzusammeln. Weißt du, davon werde ich auch nicht stärker. Oh Gott, wir haben mal keine Pfeile mehr. Das du kannst auch nichts mit Pfeilen machen gegen den. Hm. Wie oft noch? Ja, ich habe ja auch eh keine mehr, deswegen habe ich ja gewechselt. Darum ging. Wow. Die Töpfe recovern sich. Wow.
aber ohne Hearts. Das ist echt mies und lame. Und ja, mies. Warte mal, wir machen einen neuen Savvy. Savvy saves that. Savvy saves that. Saves. Burning in. Arbeitsspeicher ist burning. Arbeitsspeicher ist burning. Oh. Ich lese mal, ob es eine gute Strategie gibt. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, Kitten, no, was machst du nur? Oh, dieser Ficker, ey. Hier steht, geh hier nicht sofort mit Hektik ran. Tu ich nicht. Du machst immer alles mit Hektik. Wie soll ich auf den Wurm einfach drauf springen? Warte, bis der da weg ist. Ja, der kommt, der geht ja nicht weg. Wenn du wartest, schon. Okay, sehen wir mal. Ja. Na? Warum lass mich hier ruhen? Och, Wurm. Die Platte ist zu klein. Vieles ist zu klein. So wie du? Ja, ich weiß. Spaß. Wird eigentlich jedes Mal neu gestartet, nachdem ich runterfalle? Weiß ich nicht. Oder. Oh, du Blödwurm! Lass mich in Ruhe. Ich bin ein Schwanz. Oh, was ist passiert mit ihm? Okay, kriegt rote Augen. Oh Gott. Ja, der wird wütend, wenn, ne? Du weißt. Ich werde auch wütend werden, wenn mir jemand die ganze Zeit mit einem Schwert in meinen Schwanz schlägt. Das finde ich nicht so cool dann. Mhm. Oh Gott, wieso läuft es gerade so gut? Nein, nein, ich bin runtergefallen. Wer? Komm schon, behalte den Schaden, bitte behalte den Schaden, behalte den Schaden. Ja, der ist immer rot im Gesicht. Oh, das war mega unfair, wenn er den Schaden nicht behielte. Junge! Lass mich dich angreifen. Komm schon, das muss doch klappen. Nein! Jawohl! Alter, hat noch eine Stufe. Leck! Jetzt die Frage, so hüpfe ich absichtlich runter oder? Komm schon. Okay, wir sind runtergefallen. Okay, nehmen wir jetzt ein paar Hearts. Sind noch irgendwie zwei oder so da? Ich musste mich gerade kurz über etwas informieren. So, jetzt bin ich wieder da. Ah ja. Ja. Worüber hast du dich denn informiert? Ach, das sind so Sachen, die gehören nicht in ein Let's Play. Wir sollten jetzt mal kurz hier einen Cut machen. Na, wir machen den jetzt einfach fertig. Tschüss. Sicher, es ist schon lange. Ja, ist okay. Oh nein, Falle! Genau, dieses Loch. Jo! Das
Das war bitter. Ja, ziemlich. Jetzt habe ich ein Ohrwurm wegen dir. Hä, was für ein? Speedy Speed Boy. Dazzling Sperm. Speedy Speed Boy. As fast as I can oder so. Hm. Was? As fast as I can oder so. Stirb. Es stirbt nicht. Zurückspulen. Das wird jetzt, Jawohl! Ah! Nein! Er hat dich gedaddet. Was? Gedaddet. Das hat nichts mit Daddy zu tun. Drück den falschen. Hat schon wieder gedaddet. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Was hast du denn? So, jetzt habe ich richtig gegriffen. Nein, ich bin runtergefallen. Damn it! Ja, runterfallen ist besser als sterben. Achso, er kann die Krüge nicht beim Laufen zerstören. Das habe ich mich auch schon gefragt, weißt du, der kann Monster zersplashen beim Laufen, aber. Keine Krüge, die aus Porzellan sind. Mhm. Aber Monster, die wahrscheinlich Knochen haben. Oh Gott. Komm. Kitten. Oh. Das ist schon leicht frustrierend aktuell. Also diese Endgegner ist so dumm einfach nur. Glaube ich dir. Es ist so eine nervige Sache. Das hat auch gar nichts mit Talent zu tun. Glaube ich. Sagte er ohne Talent. Jo. Oh, fick dich, du scheiß Wurm. Okay. Langsam macht sich der Frust bereit, ey. Merkt man gar nicht. Nein, ne, gar nicht. Oh. Gott, machen safe, machen safe, machen safe. Oh. Oh, wie viele Stufen hat er bitte noch? Ja, der braucht nur 5 Treffer oder so. Ich hab den schon 100 Mal getroffen. Guck dir an, wie der ausrasten. Richtig, ich hör nicht Hunger ab. Nein! Wir haben's dann gleich. Ja, gleich. Komm schon, hilf mir. Ich sag dir, hilf mir. Und jetzt was soll ich tun? Rede. Hallo. Das ist auch so random Bullshit, ey. Random Bullshit. Oh Mann.
gemacht, Phil. Ja, wir haben es wirklich gleich. Ach, als ob. Boah, ey. Aber falsches Ding. Ein bisschen zu weit gespult. Was passiert hier gerade? Was? Ich bin nur so. Ich bin die ganze Zeit am Spulen, weil der Scheiße Wurm mich die ganze Zeit irgendwas kaputt macht. Sicher, dass du es nicht offscreen probieren willst? Nein. Ich glaube, die Leute haben schon das Prinzip verstanden, wie man den tötet. Ist mir egal jetzt. Ja! Oh, das Geräusch. Richtig, wenn du einen fahren lässt. Ja, fast. Das ist erstmal so ein Semi-Feuerwerk. Und den Anhänger. Ah, wir haben es geschafft. Was eine Erlösung. Das wäre jetzt auch kein bisschen unangenehm. Du hast das den Anhänger der Weisheit gewonnen. Mit dem kannst du hast jetzt alle drei Anhänger. Geh jetzt zu den verlorenen Wäldern, um das Masterschwert zu kriegen. Yeah. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann sind wir auch schon direkt am Master Sword. Sisi.